irgendwie sind nicht so. Guck mal, ein Pudel! Ja, der Pudel. Aber meistens der Pudel. Du! Verzeihung, wisst ihr, ob es hier schöne Einhörner gibt? Lass mich in Ruhe. Er hat keine Augen. Hier ist nur Fleisch. Also, ich bin der Pudel, ja, die Fleischbeute. Irgendwas musst du dann drauf. Der Pudel ist da nicht umsonst fettig. Wir gehen nochmal gucken, wer uns hier mit dem Einhorn helfen kann. Ja, da war irgendein Fall. Ja. Obi. Obi. Dem armen Obi. Verzeihung, wisst ihr, ob es hier schöne Einhörner gibt? Ich habe ein Einhorn und würde es dir sogar geben, nur ich habe den Schlüssel vergraben und die Truhe versteckt. Ich habe sie nur so gut versteckt, dass ich nie mehr weiß, wo sie ist. Findest du sie, gehört dir alles, was darin ist. Danke. Jetzt müssen wir da raus. Wahrscheinlich hat der Hund den Schlüssel geklaut. Wir müssen ihn jetzt mit dem Schinken stechen. Willst du den Schinken haben? Mit dem schönen Finger. Ja! Komm her, Wuffi! Ah. Okay, er war. Ja! Wir haben ihn! Jetzt müssen wir die Schatztruhe finden. Ich hab ihn gehauen. Jetzt müssen wir die Truhe finden. Die scheint aber nicht. Okay, gehen wir. Warum hab ich hier auch... Das ist es! Haha! Lass mich da mal ran! Warum, wie komme ich denn da rüber? Und meine Sonne ist offen. Oh. Wozu kann ich springen, wenn ich dann nirgends tue? Irgendwas sagt mir, dass wir hier sind.
Überlass das mir. Haut gut. Das sieht doch gut aus. Ich hab's. Ein süßes Einhorn. Für einen großen, hässlichen Räuber. Sieh nur, wie schön es ist. Oh, Wladimir wird begeistert sein. Du willst nicht selbst verhalten. Vielleicht will ich das auch haben. So ein exquisites Exemplar. Seht nur die winzigen Hornspiralen und der wunderbare Schwung der Mähne. So ein hübsches Pferdchen. Ein wunderschönes Einhorn. Okay, wir sind Freunde. Oh, danke. Man hat mir erzählt, dass du gut malen kannst. Ich habe noch ein unvollendetes Bild eines Einhorns, bei dem ich Hilfe brauche. Wenn du das für mich fertig malst, bringe ich den Wirt dazu, dass er dir hilft. Das probiere ich gern. Mal sehen. Welche Farbe soll das Einhorn haben? Gelb. Nimm gelb. Das ist meine Lieblingsfarbe. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Schau dir den Tisch an. Er ist mit gelbem Senf vollgeschmiert. Da kommt mir eine Idee. Komm, blaue Mähne. Jo. Warum zeigt er? Meine Lieblingsfarbe benutzt. Ja. Das ist ein wunderbares Kunstwerk. Vielen Dank. Wenn du gehen möchtest, rede mit dem Wirt. Ja, jetzt der den Weg. Ich will noch mal kurz raus zu dem Ziegentyp. Es juckt mich irgendwie. Der hatte doch auch irgendwas. Ich glaube, was kommt denn dann? Ja, okay. Ich sei so lieb und guck nach dem Ziegenjungen. Er ist deprimiert. Er braucht sicher nur ein wenig menschliche Wärme. Und du bist die Richtige, um ihn aufzumuntern. Menschliche Wärme. Du bist den Ziegenjungen draußen, da muss er irgendwo sein. Du findest den Ziegenjungen draußen, da muss er irgendwo sein. Ja, ja, ja. Wir haben schon mit ihm gesprochen. Thank you.
hau ab, lass mich in Ruhe. Helden ist mein Stolz und meine Freude. Aber ohne Training wird er nie schneller als ein Pferd werden. Ihr müsst ihm helfen. Ach, erst sollen wir weggehen, jetzt sollen wir mitgehen. Ja. Ein Schweinestall. Aber mehr kann ich ihm nicht bieten. Meine Güte, weine nicht. Das ich steht neben ihm und redet. Ja, hallo. Wir gewinnen! Irgendwie reiten wir die ganze Zeit nur nebeneinander. Ja. Ich auch, ne? Los, renn! Eine tolle Ziege. Das ist noch Runde 2 von 3. Glaube ich sogar. Gott, ich habe das lange ohne ihn auch nicht mehr lange. Ich habe das auch nicht mehr gesehen. Alles steht Kopf. Mir gerade so aufgefallen. Super! Du hast den Rekord gebrochen. Oh, vielen Dank. Jetzt ist mein Melden ein echter Champion. Ich hoffe. Irgendwann steht er dann bei den Pferden im Stall und denkt sich so, ich gehöre hier nicht hin. Ja. Die Pferde denken alle, das ist gut. Nein. Genau. Du warst spitze beim Rennen. Das hat den Ziegenjungen gefreut.
Du warst so ein liebes Mädchen. Kannst du mir noch mal helfen, Rapunzel? Auf jeden Fall. Wie denn? Ich krieg das alte Klavier nicht mehr in Gang. Interessant. Wahrscheinlich, weil der alte Captain Hook hier darauf spielt. Nein, ich glaube, die Klavierkurbel fehlt. Wir müssen sie verloren haben. Toll. Vielleicht kannst du sie draußen für mich finden. Was heißt draußen? Meint ihr das draußen oder das andere draußen? Ihr meint dieses. Oder jetzt ist der Klavier. Ist er wieder da? Sehr mysteriös. Okay, Pascal sagt da. Ich wollte gerade sagen. Oh ja. Bleibt einfach, wo ihr seid. Ich komme da schon hoch. Warum spricht er eigentlich von mehreren Leuten? Ich komme darüber. Merkt ihr das wohl? Ich weiß, es wird manchmal nicht... Ich hab's. Stell dich auf den Baumstamm. Los, spring auf die andere Seite. Nee, du musst hier hoch. Ja. Ich kann mich ja da hinten... Los, spring auf die andere springen. Seite. Da oben liegt die Kurve. Da müssen wir wohl wieder... diesen ganzen bekloppten Weg hier. Das wird leicht. Einen Moment. Das wird leicht. Einen Moment. Also nochmal gucken. Aha, da ist er! Der ist gut, der Mond. Hey Blondie, bist du startklar? Genau. Das geht ums Spannen, wenn ich... Schnappe! Yay! Ich bin hoch. So, das reicht jetzt aber. Es waren jetzt genug gefallen. Ich habe allen ihre Träume erfüllt. Außer den Wirt, den habe ich aus seinen Träumen rausgerissen. Da wir jetzt Musik haben, könntest du die Typen zum Tanzen bringen? Nein. Dann zeige ich euch den Weg nach draußen. Versprochen. Ja, ja, das macht sicher Spaß. Noch sicher Spaß. Was macht dabei Spaß? Wirbel in der Räuber. Sag einfach, wenn's losgeht. Wie soll man denn fünf auf einmal kriegen? Warte mal. Da, verklopp sie, sammel deine Kröte. Hallo, die Wirbel. Du auch Wirbel.
Jetzt weiß ich, wie es mir am ersten Level geht. Du konntest malen und alles. Ja, aber ich konnte, aber ich konnte nicht mal Stroh, ich konnte nicht mal Sträuche kaputt. Ja, ich kann hier gar nicht. Kekse! Warum muss ich ja alles machen? Noch ein bisschen. Dann bist du beim nächsten Mal halt. Dann bist du halt weiter blind. Ich hab ja kein Problem damit, ich nur gern weiter rauskomme. Toll! Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Ich hab rumgewirbelt, wie verrückt. Und jetzt lasst uns endlich hier raus. Unser Essen kommt bald. Ja. Bravo, bravo! Ich habe hier noch nie so viele Leute tanzen sehen. Juhu! Vielen Dank. Ich habe die Falltür aufgeschlossen. Hinter dem Tresen. Dadurch! Schnell! Da entlang, so kommt ihr zum Räuberweg. In den Höhlen könnt ihr sie abhängen. Los! Ich hätte sie wohl vor den riesigen, haarigen Höhlenspinnen warnen sollen. Danke. Ja. Ich habe 2 Tagebucheinträge nicht gefunden. Nein! Du eine Truhe. Was? 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 Denke ich mir auch gerade. Wie bitte? Das heißt nicht hä, das heißt was. Okay, dann würde ich sagen, wir warten jetzt auf unser Essen. Yeah.